Hallo liebe Zuseher von TV21, mein Name ist Richie Scala, ich bin Österreichs Jungkabarettist 2013 und darf heute in der Sektion 8 spielen und die Gäste unterhalten. Darf ich gleich recht herzlich begrüßen zum Sektionsabend. Seit wann mache ich Kabarett? Ich mache Kabarett seit voriges Jahr im September und das auch wirklich schön fleißig und brav und es geht einiges voran. Ja, nee, was willst du denn für uns singen? Boah, ich habe tausende Lieder im Kopf, tausende Lieder. Ja, nee, dann fangen wir mit einem an, ne? Programm heißt LOL und in LOL geht es darum, ich erzähle eben viel über den Alltag und hauptsächlich erzähle ich auch viel über das Fernsehen, wie ich das halt so sehe. Ich habe mir wirklich schon überlegt, ich nehme jetzt eine Wodkaflasche, gehe zum ATV, klopfe an, sage dreimal deine Mutter und gescheißen und bin berühmt. Gutes Beispiel, diese Tara hat mitgespielt bei Saturday Night Fever, ja? Diese Tara, die hat sowieso so einen Vogel. Was habe ich noch vor im Bereich Kabarett? Ich habe eigentlich vor, mal vielleicht zu werden wie der Herr Reinhard Novak, der was eben auch bei Wer bringt den König zum Lachen mich damals gekürt hat zum österreichischen Jungkabarettisten 2013. Den habe ich ihm damals eben überzeugt und auch das Publikum, der hat mich eben gekürt und das wäre halt toll, wenn ich vielleicht irgendwann einmal bei dem Wer bringt den König zum Lachen der König sein darf. Ne? Das wäre vielleicht einmal was Nettes. Ich bin eingestiegen einmal in die U-Bahn. Habe ich hingesetzt und habe auf den Tag gewartet und er ist gekommen. Bin gesessen und dann hat Schau gefangen. Sind drei Leute eingestiegen, ganz unauffällig mit einer Umhängetasche. Ja, wie beim Militär stehen sie dann, ganz auf unauffällig schauen sie in der Luft herum. Und dann, wenn die Türen zu sind, alle drei a cappella. Die Faustweise bitte! Mit so einem Schmolz kriegen sie was dann gleich watschen gegen die Hände. Ja. So. Dann. Der wird dich kurz einmal unterbrechen. Nein, ich hab gerade einen Zorn. Dann bin ich gesessen. Bin ich gesessen, kommt er zu mir. Das Ausweis bitte, drückt mir so, ich schüttel ins Gesicht den Ausweis da. Hab ihn angeschaut und gegrinst. Sehr geehrter Herr Schwarzkappler, aufgrund eines Geldmangels konnte ich mir keine Phase kaufen. Ich bitte um Ihr Verständnis! Nächstes Mal kann man mich sehen am 29.05. im Aera. Da spiele ich wieder das LOL und würde mich freuen, wenn noch viele wieder kommen.